Wow, look at this. They fighting. Die kämpfen, Mike. Die kämpfen. Um mein Titel? Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich gestritten gerade. Lass mal nach andere Schlangen finden. Trete auf sie nicht, okay? Nein. Wir haben da. Wo sind die anderen? Hier ist ein Loch, gell? Da könnten sie drinnen sein. Ja. Ich dachte schon, weil das hat sich so bewegt. Da drüben mal noch welche. Da oben schon. Ja, sieh mal. Die zwei fighten. Also bitte nichts machen, wenn sie gegenseitig kämpfen. Da, hinter dir, Digga. Die kämpfen um ihr Leben, Mann. Müssen kommen. Die kämpfen um ein Wette. Wo ist die andere Schlange? Die war doch hier. Irgendwo da. Überall. Geh mal du hier. Von der Ferne. Wo sind, wo ist die andere? Die war doch da. Guck mal irgendwo hier herum, der dumme Spielplatz oder so. Da könnten sie wohl möglich sein. Look, she bite the otter, Vanessa. So pretty snakes I never see before. Whoa, whoa, whoa. They're fighting for her life. Should I help them? I think so, because she gonna get die. Okay. Darf ich den einen retten, weil der wird die ganze Zeit gebissen im Hals. Ja, ist halt so. I. Die beißen nicht. Die sind, haben Angst von uns. Mike, mach Video. Ich hab schon. Mike, ich mach Video. Ich tu auffilmen, okay? Lukas, lass Mike Video machen. Okay. Okay, warte, ich brauch zweiten Stock. Mike. Ja. Mach schön, so, lass mich die Zeit durch, ich hab den Fahrt. Komm her. Das geht nicht mit Stöcken. Nein. Aber wie soll es dann funktionieren? Gar nicht. Okay. Komm her. Lass den in Ruhe. Look.
Du möchtest zu dir kommen. Ich bedanke dich erstmal von dir. Lukas! Die kommt zu dir. Fuck. Lukas! Nee, oder? Die kommt zu dir. Mock. Bruder. Hey, zeig mal, zeig mal. Hier. Eine Schlange. Dreh doch auf den Schwanz, dass sie nicht abhaut, Mike. Nein, ich dreh sie nicht. Bitte nicht, bitte, bitte. Ich hol dich schnell die andere, komm. Mach das, bitte. Auf die Schwanz, auf die Schwanz. Okay. Kannst du ausbrechen? Nein, oder? Muss fest. Bisschen fest, okay? Aber nicht schmerzen. Hey, die ist enttappt! Die hat irgendwie es geschafft. Drehte bis hier, dann kann sie nicht ausbrechen. Drehte bis hier. Beißt die? Die kann nicht beißen, die hat Angst von uns. Okay. Bis hier. So? Der runter ein bisschen? Passt. Okay. Sag, wenn sie wieder im Tag ist. Vielleicht ist ein Loch gegangen. Und ist sie nicht da, oder was? Aber die haben wir jetzt gefangen. Du kannst unser neuer Haustier werden, Mike. Oh, Spaß, Papa. Ah. Wäre für dich aber schön, oder? Ja, für mich wäre schon eine Schlange zu behalten, weil ich mag Schlangen. Ja, aber du weißt, was... Ich weiß, was die essen. Die essen gerne Nacktschnecken und so Sachen. Okay. Das Beste, dass man die behalten kann, die Schlangen, ist, man braucht ein Aquarium. Das kann auch Plastikaquarium sein, das ist egal, aber es braucht viel Löcher. Okay. Und man muss sie dreimal am Tag füttern.
nur nackt Schnecken geben, okay? Nur nackt. Aber was? Wir müssen aber genügend sammeln für ein Jahr. Die verstecken sich meistens, du weißt, wo ein Regen kommt, die immer raus und so. Mhm. Soll ich loslassen? Nein. Die lebt ja noch, oder? Ja, oder? Boah, wie schön schaut die aus. Erstmal los. Die ist mindestens 20 Zentimeter, nee, nicht mal 20, sondern 15 Zentimeter oder so groß. Ist schon eine geile Schlange. Ja, schon eine große Schlange, aber die ist ja Blindschleiche. Die ist ein Gecko und eine Schlange. So, also vermischt. Vermischt, ja. Die ist vermischt. So kann man ihren Kopf sehen. Ganz genau. Ja, hast du die Zunge gesehen? Ja. Ich muss besser ein bisschen drücken, dass sie nicht ausbricht. Ja. Also auf jeden Fall, bis hier ist der Magen. Von hier bis hier. Ey, die darf nicht ausbrechen, darf nicht ausbrechen. Schön. Schön einfach. Oh. Lieber soll mal hier den Stock halten. So hier an den Genick. Weißt, hier. Hier sollte man. Guck. Versuch dich jetzt auszubrechen, aber die gibt auf. Aber guck mal, Lukas, weil die Kamera sieht so groß aus. Ich zeig mal den Kopf. Die kann ich ausbrechen von mir, weil. Bitte beiß mich nicht, bitte beiß mich. Die beißen doch nicht, hast du gesagt. Nein, die hat mich angefasst wieder. Ich versuche jetzt so zu machen, dass sie dies nicht mehr ausbrechen kann. Okay. Am besten ist, wenn man die Schlange fangen will, muss man hier anfassen. Ja. Dann kann sie dich nicht beißen. Wie ich es gerade mache, ist ein bisschen gefährlich. Die hat auch Zähne. Die hat Zähne. Aber sie beißt mich ja nicht. Wenn wir keine andere finden, dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Schlange auf jeden Fall eine harmlose. Sie kann nur